Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuesten Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und ich habe mir ein neues Schätzchen in die Garage gestellt, und zwar die ISO 152. Ich hatte jetzt einfach mal Bock auf auch TD-Power und dementsprechend habe ich sie mir jetzt also geholt. Und ich sehe gerade, ich brauche gar nicht so viel Premium-Schuss, weil der Durchschlag von der ist sensationell. Deswegen verändern wir das noch ganz kurz, bevor wir also jetzt ins Gefecht drücken. Ist jetzt die zweite Runde überhaupt, von dem her hoffe ich doch, dass es einigermaßen repräsentativ sein wird. Panzer hat eine wahnsinnig lange Nachladezeit, hat in der Bewegung des Helms gar nicht so weit Richtwinkel, aber wenn sie trifft, dann macht sie so böse Aua. Also da muss man wirklich sagen, da ist die ganz schön krass. Und auch der Durchschlagswert sind knapp 290 oder 286 mit Normal und über 300, ich glaube um die 330 mit Premium. Also brutal, also egal was, da abzuprallen, da muss man schon richtig, richtig Pech haben. Deswegen hoffe ich doch, dass ich hier nicht allzu vom Pech verfolgt bin und euch einen jetzt einigermaßen gute Runde zeigen kann. Karte ist Fjorde. Und ja, die Teams sind jetzt einigermaßen ausgeglichen, so wie ich das sehe. 9er, 8er, 7er Gefecht. Da fühle ich mich doch mit meinem 8er TD ganz wohl. So, wir fahren eher mal. Ich werde auf jeden Fall mal in die Mitte fahren. So, der T67 hat es mit einem ISO platoniert. Das ist natürlich nicht so clever, Jungs. Weil beim T67, ja. Okay, die ISO hat sich dem gleich entledigt, wobei die. Lol, das ist der Zugpartner gewesen. Das muss man jetzt erstmal verstehen. Aber gut. Manche mögen es eben anders. So. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier so ein schönes Ziel bekommen werde, auf das ich wirken kann. Ja, da hat der VK gleich mal ordentlich gebüßt. Und die erste 700er Schelle, die macht einfach Spaß. Wenn man die so in die Fresse von dem anderen schießt. Ich sag's euch jetzt mal ganz platt. Wäre schön, wenn hier nochmal was kommen würde. Aber wenn da nichts kommt, dann halte ich natürlich jetzt einfach mal ein bisschen in die Mitte. Vielleicht kriege ich da noch was rein. So ein bisschen sneaky hier. Zack. Die Mitte wird nicht geachtet, also gar nicht. Entweder kommt hier auch gleich ein Gegner mir über die Füße gefahren. Ich bleibe jetzt erstmal hier stehen. Und kann den T30 ordentlichst ins Heck schießen. Das ist halt, also dieser Schaden ist so krass. Sogar kommt der nächste Freiwillige. Ja, hat auch gesessen. Sieht man ganz gut. Ist gekettet. Oh, jetzt cappen sie. Und schön. Ja, da konnte ich dem mal ordentlich eins geben. Ich hoffe mal, ja genau, WZ und so fahrt schon zurück. Weil den Part will ich jetzt mal nicht übernehmen, des Decappens. Ich hätte gerne noch ein bisschen irgendwo mitgemischt. Ein Rheinmetall, der da cappt, auch spannend. So, da ist ein E75. So, der wurde gedecappt. So, der Rheinmetall, der E75. Muss ich aufpassen. Er wird mich jetzt auf jeden Fall machen. Nur ich hoffe, dass ich noch einen Schuss rausbekomme.
Und gekettet nur. Nein, schade. Naja, aber die Runde ist sehr schnell zu Ende gegangen und ordentlichen Schaden gab es trotzdem. Schnell mal 2400 Schaden, beziehungsweise da war ein Blind Hit dabei, also über 3000 Schaden. Und das in einer ganz kurzen Zeit. Da sieht man einfach, dass das Ding wirklich ein Monster einfach ist. Also für alle, die Bock auf TD haben und ordentlich mit Keulen um sich schwingen wollen, mit den Nachteilen, die er halt auch hat, kann man die ISO wirklich nur empfehlen. Also jetzt meine zweite Runde. 3000 Schaden mit 5 Hits. Das macht schon Spaß. So, es wurde gekappt. Und dadurch, dass das Video nicht allzu lange ist und die Runde nicht allzu lange gedauert hat, können wir uns auch jetzt die Post-Stats ganz in Ruhe und ganz entspannt anschauen. So viel Zeit nehme, wie ich sonst nie tue. Das ist auch mal schön. Das war Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse gab es dafür. Ich habe 3100 Schaden machen können. Bin also vom Schaden her auf Platz 1 gewesen sogar. Und in den XP auf Platz 3. Also von dem her ganz beachtlich, ganz wacker. 3100 Schaden über 300 Meter waren es 1400 und das Ganze hat gedauert 4 Minuten 31 und ich habe es in 3 Minuten 42 sogar geschafft. Also von dem her absolut in Ordnung und wir schauen uns doch mal sogar die WN an. Auch dafür nehmen wir uns jetzt heute mal die Zeit. Und es gab dafür eine WN von 3000 und ich denke, das kann man wirklich absolut lassen. Also von dem her, mir wird sie glaube ich sehr viel Spaß machen. Sie wird eine Diva sein, aber ab und an glaube ich, wenn eine Schelle dann zückt, macht es umso mehr Spaß. Lasst mir doch mal euren Kommentar zur ISO da und was ihr einfach so von DDs haltet. Welche Klasse findet ihr gut, was findet ihr schlecht? Einfach mal so ein Roundabout-Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald, euer Alcaramba.